Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Pokémon Platin Together. Und wie wir sehen, sind wir schon ziemlich weit fortgeschritten in der Pokémon-Liga. Und heute haben wir auch einen Gast dabei, den Kilian, der jetzt mal kurz Hallo sagen darf. Ich darf mal Hallo sagen? Ja, das darfst du. Wie großzügig von dir. Ich wäre übrigens noch dafür, dass du weit hier nach vorne packst. Ach, hast du das noch nicht gemacht? Okay. Nee, das habe ich beim letzten Mal vergessen noch zu machen. Alles klar. Ich meine, der nächste sollte allein von dem, was wir dabei haben, überhaupt kein Problem sein. Wir haben so viel Geist- und Unlichtattacken in diesem Team. Also, und auch Käferattacken. Also, ich meine, alles außer Wupan ist gegen den Typen irgendwie effektiv. Ja. Ich denke, Pantimos hat er vorne, gell? Wenn ich Pantimos, und ich gehe mal davon aus, dass der am Anfang Reflektor und Lichtschild boostet, und die Runden nutzt du einfach mal aus und boostest Ränkeschmied, und zwar so lange, bis er einmal draufhaut. Außer haut direkt am Anfang drauf, das wird er hoffentlich nicht tun. Einfach Ränkeschmied boosten. Ränkeschmied haben wir hier. Der wird wahrscheinlich ein Lichtschild oder einen Reflektor raushauen. Wenn er nur einen Reflektor raus hat, dann direkt draufhauen. Wenn er ein Lichtschild drauf hat, weiter boosten. Ja. Es war doch so, dass das war jetzt schon der vierte ist. Also danach kommt nur noch Cynthia. Ja, okay. Genau. Die ersten drei habe ich ja im letzten Part schon fertig gemacht. So. Mal schauen, was er jetzt macht. Er macht einen Reflektor. Mach jetzt einfach noch den dritten Ränkeschmied, ja. Dann sind wir auf dem maximalen Spezialangriff, auch wenn der jetzt wieder durch das Lichtschild halbiert ist, aber es ist immer noch doppelter Schaden. Donnerblitz. Den sollten wir überleben. Pantimos hat nicht allzu viel Spezialangriff. Auch wenn Turbozus nicht unbedingt die beste Spätzdef hat, aber jetzt einfach Spuckball drauf. Spuckball. War sogar noch im grünen Bereich, von daher kommt so der Rede wert. Und das dürfte ein Hit sein, auf jeden Fall, ja. Ja. Ich meine, wir sind auf vierfachen Spezialangriff gegen die gegnerische doppelte Spezialverteidigung. Das dürfte einfach auch. Versuch mit Spuckball durchzusweepen. Ja. Ich hoffe einmal mal, dass das gegen alles, was der jetzt irgendwo hat, reicht. Es dürfte auch keiner schneller sein als ich, oder? Also, Turbos ist verdammt schnell. Also, mich würde es wundern, wenn ihn irgendjemand überholen würde. Ja. Ich meine, das Ding hat eine 115er Init Base. Und der Lichtschild ist weg. Ab jetzt ist es sowieso GG. Oh, Simsala könnte schneller sein. Der könnte schneller sein. Der ist auch. Jetzt ist die Frage, ob das für einen One-Hit reicht. Ich vermute aber fast, weil, wenn Pantimos mit dem Donnerblitz schon so viel gemacht hat. Ist ganz, ganz knapp. Ja, stimmt. Energieball ist ja in Gen 4 noch Stärke 80. Hat noch keine 90. Ja, Heilung brauchen wir wahrscheinlich nicht. Also ich denke, das können wir durchsweepen vorerst. Der hat eh nur noch seinen Galar Gladi und der hat meines Wissens keinen Schattenstoß drauf. Und der Reflektor ist auch weg. Ach, Bronzong hat er noch. Okay, dann mach einen Flammenwurf auf den. Okay. Oh, mein zweiter wichtiger Trainer, yay. Obwohl, Du hast fast alle Rivalenkämpfe und eine Menge Galaktik-Commander abbekommen. Das stimmt schon, von daher passt es. Ja, ich habe dafür 7 Arena-Leiter und 3 Top-4-Mitglieder bekommen. Bei dem Spezialangriff, da wundert es einen nicht. Und Galagladi, das ist fast egal, was du da drauf haust, der kippt um, aber Spukball ist der effektivste. Ordentliches Level hat er auf jeden Fall. Aber schneller ist er auf keinen Fall. Galar Gladi hat eine Init Base 80. Also. Ja, und der ist weg. Plus 4 Turbo Sweep. GG. Nee, plus 6 war das sogar. Da. Ich wäre dafür, du heilst unseren Whitey nochmal hoch und. Ja, ich bin am überlegen, was wir gegen Cynthia als erstes reinschicken, weil wir haben. Na gut, wir können nichts Effektives gegen ihr erstes Pokémon haben, weil ihr erstes Pokémon ist Krypok und Krypok hat keine Schwäche. Ne, wo haben wir was Gutes? Übertrank. Und Whitey würde ich da auch definitiv nicht benutzen, Wupan auch nicht. Nick ist blöd. Ich weiß echt nicht, was wir dagegen benutzen sollen. Das ist
glaube aber fast, dass Neo die beste Entscheidung ist. Dann versuchen wir es einfach mal. Denk, verlieren werden wir auf keinen Fall. Ja. Und selbst wenn, wir können Neo auch mal wieder beleben. Ich meine, wir haben mehr als genug Beleber und alles Mögliche dabei. Oh, ich kann gar nicht speichern jetzt. Egal. Jetzt nicht mehr, aber das brauchst du auch nicht. Ich meine, wir haben, glaube ich, gegen ziemlich alles, was sie hat, irgendwas dabei. So. Ich könnte jetzt eigentlich alles vorlesen, aber jetzt ist sie schon zu spät. Und so wichtig ist das Glaber jetzt auch nicht mehr. Meiner Meinung nach übrigens immer noch der stärkste Champ aus allen Spielen bisher. Also ich fand den zu meiner Zeit, der aus der zweiten Generation, ziemlich schwer. Aber es war auch das erste Pokémon, das ich jemals gespielt habe, von daher. Eisstrahl, oder? Surfer oder Kaskade. Eins von beiden. Kaskade können wir ihn flinchen lassen, Surfer macht ein bisschen mehr Schaden. Oh. Ich versuch's dann mit Surfer. Ich würde direkt noch eine Kaskade machen, einfach weil wir ihn flinchen können damit. Oha, das war nicht mal ein Crit. Das macht jetzt eh keinen Unterschied mehr, ob wir jetzt noch zweimal Surfer oder zweimal Kaskade benutzen müssen. Oh. Volltreffer, nice. Neo macht einfach wieder Volltreffer, genau so funktioniert's. Das hat er ja bei Ignaz auch schon wieder. Es kommt Roserade in den Kampf, ja, da kannst du Wupan reinschicken. Und einfach ein Flammenrad drauf oder ein Feuersturm. Aber kommt beides ungefähr auf selbe Feuersturm. Also Flammenrad trifft wenigstens sicher. Dann machen wir mal Flammenrad. One-Hitten tut uns das viel eh nicht. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ein Roserade uns nicht one-hitten kann, auch mit einer Matschbombe nicht. Aber wir. Na, ganz knapp. Oh, es brennt. Aber es brennt, das heißt, es ist. Oh, es kann Sondersensor. Das sind ja halt echt den einzigen Zuchtmove von dem Viech drauf. Okay. Ja, mal schauen, ob wir den überleben. Das wird nämlich knapp. Ja. Aber wir haben es überlebt. So, falls Knakra kommt, dann wäre ich dafür, Wupan abkratzen zu lassen. Aber gut, jetzt schick Dingens rein. Entweder Wendigo oder Chris. Ich wäre eher für Chris. Wäre nicht an für sich Eisstrahl am effektivsten von Neo? Gegen Knakra ja, aber gegen Milotic nicht. Achso, Milotic kommt da. Ich habe gerade gedacht, ja. Knakra kommt deswegen. Für den Fall, dass Knakra gekommen wäre, hätte ich gesagt, Wupan opfern und Neo einen Hypertrank schnell zustecken. Ja. Ja. Ich wäre dafür, dass du einen Funkensprung draufhaust. Trifft sicher und vielleicht Paralyse. Hm. Oh, das haut aber alles ganz schön rein. Ja. Milotic ist auch nicht mal so langsam. Das Viech hält auch ordentlich was aus. Ich hoffe, es wird paralysiert, wenn es nicht One-Hit ist. Ah, schade. Okay. Ich würde ihn opfern. Wirklich nützlich wird er nicht mehr, unser Chris. Okay. Er hat zumindest... Ah, okay. Dann kommt jetzt wahrscheinlich Knackrack rein. Ja. Okay. Dann benutzt du jetzt einen Hypertrank auf... unseren Neo. Weil ich weiß nicht, ob Knakrak schneller ist als Neo. Das sind ja doch nochmal 6 Level Unterschied und das kann die 13 Init Base schon ausmachen. Am Notfall, Wendigo kann es im Notfall ein bisschen wegtanken für die Heilung, falls wir irgendwas brauchen, oder? Das Viech kann Flammenwurf. Da. Also. Na gut, also, jetzt müssen wir einfach mal mit Neo versuchen. Einfach mal schauen, also Neo ist unser schnellstes Pokémon, der könnte schneller sein und mit dem Eisstrahl one-hittest du es. Ja, ein bisschen schneller. Passt. Also mich würde es stark wundern, wenn das nicht für einen One-Hit ausreichen würde. Nee. Oh! Der überlebt es tatsächlich und dann auch noch so gut. Ah je. Ich glaube, das ist nichts Starkes. Ha! Ja, Drachenstoß geht zu 25% daneben. Das wundert mich jetzt nicht so hart, dass der daneben ging. Aber mich wundert es, dass der das so gut überlebt. Ich meine, das ist vierfacher Schaden.
Knackrack hat zwar eine relativ gute Spätzle und auch richtig viel KP und alles, also das Knackrack ist allgemein ein Monster, aber ein Eisstrahl... Togekiss ist, Eis? Nee, Togekiss ist normal Flug hier noch, Togekiss, ich habe das gerade mit Rosanna, oder wie das Pokémon heißt, verwechselt. Flug wäre... Wäre eigentlich Chris gewesen, ja. Aber der ist weg, ich bin gerade überlegen, Wendigo ist auf keinen Fall, das Viech kann Luftschnitt. Entweder du bleibst mit Neo drin oder du versuchst es mit Whitey. Wir brauchen Neo aber, glaube ich, nicht mehr. Das ist dringend, oder? Nicht, dass ich's wüsste. Ich versuch's dann mit Neo. Die hat jetzt nur noch Milotic, Togekiss und ich glaube, sie hat noch ein Lucario. Also mach einen Eisstrahl. Wir sind auf jeden Fall schneller. Das wundert mich nicht. Wenn wir schneller als ihr Knackrack sind, dann sind wir schneller als alles, was sie hat. Aber das macht das nicht allzu viel. Wobei man es nicht unterschätzen darf. Ist immer noch sehr effektiv. Togekiss hat jetzt nicht so. Ne, ist knapp. Okay. Aber ich mache jetzt noch einen Eisstrahl, oder? Jo. Togekiss hat einen ziemlich guten Spätzdef. Dann ist es zumindest in der KO-Range. Okay, wir sind down. Was hätten wir noch? Das Turbo-Tempo von Nick? Turbo-Tempo, ich weiß nicht, ob ein Turbo-Tempo ausreicht, das ist das Problem. Aber das Problem ist, weil ich habe keinen Bock, dass mir jetzt irgendwas draufhauen, der Hypertrank drin schmeißt. Oder Genesung. Also Nick wäre so oder so schneller und ich weiß nicht, ob eine Aurasphäre besser ist als ein Turbo-Tempo. Also das Effektivste, was du, glaube ich, reinwerfen könntest, wäre Whitey und ein Sondersensor. Okay, dann machen wir das. Togekiss dürfte uns jetzt auch eigentlich nicht so einfach besiegen können, wenn das nicht reichen sollte. Wir haben auf jeden Fall schon mal keinen Trank mehr. Okay, der ist besiegt. Wenn das nicht gereicht hätte, hätte es mich gewundert. Und jetzt kommt eh noch das angeschlagene Vieh. Ah ne, Lucario erstmal. Du kannst rein theoretisch drin bleiben und einen Flammenwurf draufhauen. Ich meine nicht, dass Lucario schneller ist als wir. Ah, stimmt, er hat ja noch Stahl, genau. Ja. Das vergesse ich immer. Sehr effektiv, aber leider kein One-Hit. Der könnte aber fast ausreichen. Ja, einfach mal schauen, ob wir den überleben. Also bis jetzt haben wir alles überlebt, dann wird das da auch gehen, wie es auch ausreicht. Und Top-Genesung. Alter, die macht jetzt nicht allzu viel aus, es sei denn, dass ich kein Turbo-Tempo. Und selbst wenn, einfach mit Flammenwurf drauf. Ja. Crit? Ne, schade. Okay, es kann Turbo-Tempo. Das reicht jetzt natürlich. Dann unser Nick mit Turbo-Tempo oder? Turbo-Tempo auf Lucario ist nicht effektiv. Du kannst versuchen, mit Wupan einen Tempo-Hieb rauszuprügeln. Der könnte nämlich auch reichen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wer von den beiden schneller ist. Machen wir es lieber mit Tempo, oder? Also, Genesung ist eh schon raus. Turbo-Tempo hat ja hier auch noch eine plus 1 Prio. Das heißt, es kommt darauf an, wer von den beiden wirklich schneller ist, wer da jetzt zuerst kommt. Also ich würde behaupten, wenn wir jetzt Tempo machen und erst dran sind, also sollte ja normal langen. Aber wenn es nicht langt, können wir mit Lucario dann Tempo drin machen und das letzte Pokémon von ihm ist eh angeschlagen, was dann für Wendigo reichen sollte. Also was selbst Wendigo dann besiegen kann. Also machen wir es jetzt einfach mal. Okay. Ja, es ging nur darum, weil Lucario hätte mit dem Turbo-Tempo schneller sein können und hätte uns damit noch K.O. setzen können. Darum ging's. Ja, aber dann selbst dann wäre es nicht ganz so tragisch gewesen, denke ich. So, jetzt ist nur noch Milotic da und da würde ich sagen, bleib direkt drin.
Tau-Nahkampf rein. Schnell, weil Wupang könnte schneller als Milotic sein und ein Nahkampf reicht hier auf jeden Fall aus, um das Viech K.O. zu setzen. Und das war's. Dann haben wir's ja. Im Kampf habe ich aber auch schon mal problematische in Erinnerung gehabt. Ach gut, es war jetzt. Anfänglich haben wir jedes Mal ein Pokémon für uns getradet. Wir haben es nur immer ganz knapp überlebt. Also. Ja, wir hatten am Schluss allerdings noch zwei übrig. Ja, das stimmt schon. Mir hätte ja auch noch Belebergeser zu ihr. Okay, das lese ich aber jetzt wieder vor. Das war ein ausgezeichneter Kampf, ein wirklich unglaublicher Kampf. Du hast die Stärke deiner Pokémon optimal ausgespielt. Toll. Du hast sie mit ruhiger und fester Hand zum Sieg geführt. Leidenschaft und kalkuliertes Handeln bilden bei dir eine ideale Kombination. Deine Pokémon können mit dir an der Seite aller alle Hindernisse überwinden. Dieser Eindruck habe ich bei unserem Kampf gewonnen. Ich bin stolz, bei der Krönung des neuen Champs von Sinnoh dabei zu sein. Komm, nimm den Aufzug. Ja, ich hatte aber, glaube ich, auch noch nie ein so gut durchdachtes Team gegen die ganze Top 4. Ja, bei was relativ, also es war nicht drauf angelegt, sagen wir es mal so. Der Raum dort drüben, das ist die Ruhmeshalle. Lucius, dein letzter Kampf war vorzüglich. Oh, guten Tag, Professor Alpe. Ein Kind, mit dem ich das Pokédex-Projekt anvertraut habe, kommt so weit. Da ist es selbstverständlich, dass ich Zeuge seines Ruhmes werden möchte. Lucius, ich sollte dich nicht mehr Kind nennen. Du bist ein wahrer Champ. Professor, Sie genießen immer noch den Enthusiasmus, den Kinder in ihre Forschung bringen, nicht wahr? Lucius, hier entlang bitte. Professor Alpe, kommen Sie bitte auch mit. Okay, das war eine Frauenstimme, egal. Ist auch nicht immer offensichtlich, wer da gerade was sagt. Lange ist es her, dass ich diesen Raum betreten habe. Zuletzt war ich in diesem Raum, als ich zum Champ gekrönt wurde. Das ist auch schon ein gutes Weilchen her. Lucius, willkommen in der Ruhmeshalle. Eure Namen werden hierfür die Nachwelt festgehalten. Hier verewigst du die Erinnerung an eure bisherigen Abenteuer. Wir werden nun eure Pokémon eintragen, eure Namen eintragen, deine und die deiner Pokémon. Vergiss nicht, deine Pokémon sind deine Partner. Zusammen seid ihr in zahlreichen Kämpfen zu dem herangewachsen, was ihr seid. Diese Maschine nimmt einen permanenten Eintrag eurer Errungenschaften vor. Gute Neo. So ein schönes Team. Mit zumindest mal 4 Grundelementen, also im Pokémon-Sinne. Der einzige Typ, der doppelt drin war, war Kampf. Aber gut, ja. Schadet ja nicht. Der eine sehr physisch, der andere speziell. Wobei, eigentlich sind beide gemixt, aber Lucario hat die physischen Kampfattacken und Wupanji. Wupan hat die physischen Lucario, die speziellen. Ja. So rum. Er speichert ziemlich lange. Ja. Das letzte Mal hatte ich auch den Schluss, soviel ich weiß. Ja, du hattest den ersten Abspann mit drin, ich hatte den zweiten in Pokémon Weiß.
Und mal schauen, die Rückrunde machen wir ja auch noch. Wir haben ja noch ein bisschen Story vor uns. Oben am Kampfareal, Überlebensareal und Erholungsgebiet. Ja, das wird auf jeden Fall noch. Karlberg. Das dauert auf jeden Fall länger als bei Pokémon Schwarz, denke ich. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also so viel haben wir da nicht. Also ich hatte Pokémon Schwarz eigentlich ziemlich kurz in Erinnerung und das ziemlich lang. Also ich weiß jetzt nicht genau. Na gut, aber sagen wir es mal so, in Pokémon Weiß bist du ja auch die Hälfte der Zeit ziellos in der Gegend umhergeirrt. Das kann gut sein. Ja, das war auch ein Abschnitt, den ich noch nie gespielt hatte. Gut, ich habe dir ja sowieso mehr oder weniger immer gesagt, wo die Weißen sind. Ja klar, das stimmt schon. Sonst hätte ich auch wahrscheinlich ewig lang gesucht. Aber ja. Wenigstens bist du langsam ein bisschen besser geworden. Ja, das ist langsam. Wenn ich so daran denke, was du am Anfang von Pokémon Weiß noch so alles gemacht hast. Bin ich auch direkt gegen den ersten Arena-Leiter zweimal Einmal. Einmal? Gegen ihn okay. Gegen Sharon hast du es zweimal verkackt und danach hab's ich mit dem halben Team gemacht. Genau. Das war meine Lieblingsszene aus dem ganzen Let's Play. Einfach mal so, du verreckst zweimal mit vollem Team dagegen. Ich gehe einmal mit dem halben Team ran und schaffen. So, also. Das war ja damals auch noch der letzte Kampf von meinem damaligen Nick als Zwotronen. Nach dem Kampf hat er sich dann zu Admora entwickelt. Na gut, wenn ich das nächste Mal Pokémon Weiß spiele, da habe ich eh schon eine kleine Nuzlocke geplant. Wenn die Pokémon Blatt Grün Nuzlocke, die ich auch schon in Vorproduktion habe, wenn ich mit der Blatt Grün Nuzlocke fertig bin, dann mache ich wahrscheinlich noch eine Pokémon Weiß Nuzlocke und da habe ich sowieso schon vor, den als Zwotronen zu behalten. Den will ich gar nicht entwickeln, wenn er überhaupt so lange lebt. Na gut. Ja, ich hatte schon den ein oder anderen Unfall in der Pokémon Blattgrün-Edition. Aber du machst normal, ne? Also nicht mit random Pokémons oder so. Nee, das mach ich normal. Randomized Nuzlocke ist nochmal ein gutes Stück schwerer als normal. Naja, ich hab ja auch Blattgrün angefangen, wenn du dann direkt einen Arktos oder so vor die Füße gesetzt bekommst und du es dann noch fangen willst, dann kann schon einiges drauf gehen. Ja, alles, was mir bis jetzt draufgegangen ist, ist an Crits verreckt. Okay, das kann man auch nicht direkt mit einbrechen. Ja. Aber wir sind ganz gut von der Zeit eigentlich drin. Ja, also Pokémon Platin sind wir jetzt echt gut durchgekommen. Das waren jetzt 49 Parts. Also wir sind jetzt im Part 49 und jetzt muss ich direkt mal nachschauen, wo die anderen in der Top 4 fertig waren, aber ich meine da schon wieder ein Muster zu erkennen. Weil ich meine, die anderen waren auch ungefähr rund um Part 49 drin. Ich kann dir mal eben nachschauen. Welche anderen? Die anderen Let's Play-Projekte von Pokémon, die wir insgesamt hier gemacht haben. Achso, insgesamt, okay. Ich habe gedacht, du sprichst jetzt von irgendeinem anderen Platin-Projekt. Das Platin-Projekt hier ist das erste, was ich gemacht habe. Jetzt muss ich aber direkt mal schauen. Wo haben wir denn? Ich brauche Feuerrot und Weiß. Ja, Pokémon Feuerrot war in Folge 49 der Kampf gegen den Champ. Ja. Und in Pokémon Weiß ebenfalls in Folge 49. Alles klar. Wie wir das jedes Mal schaffen. Also in allen drei Projekten sehe ich zwei Parallelen. Ja. In allen dreien ist der erste Orden in Folge 4 gekommen und der Champ in Folge 49 besiegt worden. Alle. Ausnahmslos alle. Dann wie wir das jedes Mal hinkriegen. Ja, ich bin mal gespannt, ob es dann das einzige Projekt, das davon abweicht, ist Pokémon Silber und das liegt daran, dass das einfach ein bisschen schneller geht. Ja, klar. Weil
Das war noch Gen 2, da das Spiel war allgemein ein bisschen schneller durch. Oh. Das war's? Nee. Doch, Ende. Perfekt in 25 Minuten. Okay. Ja. Jetzt drücke ich noch was und dann. Müsste sowieso wieder da. Ah, okay. Der neue Screen kommen. Ich würde sagen, du lässt ihn jetzt noch durchlaufen und dann mache ich beim nächsten Mal dann einfach weiter. Ich glaube mal sowieso, dass wir Synodex zumindest von den gesehenen Einträgen mittlerweile voll haben müssten. Es sei denn, ich brauche die es kann sein, dass ich die Einträge von Vesprit, Palkia und Dialga noch brauche, aber ich weiß, wo ich die kriege. Ich denke, die brauchst du noch. Ja, also ich wüsste, wo ich die herkriege. Kannst du übrigens mal auf Art. Ja, okay, ich habe gedacht, du sollst noch durchlaufen lassen, aber machen wir das jetzt, sonst wird auch der Part zu lang. Dann denke ich, verabschieden wir uns. Und die nächste Folge seht ihr dann bei Killian gewohnt in einer Woche. Auf Wiedersehen. Genau, es fehlen genau 3 Pokémon. Wir brauchen 210. Ja, okay. Das sind ja dann die 3, die du genannt hast. Ja. Ich verabschiede mich, der Killian wahrscheinlich auch. Jo. Und, jo.